Wer bist du? Du bist anders. Tinis Yodante. Tinis Yadanodnas. Öfters haben Menschen Angst, so zu sein, wie sie sind, weil sie andere so nicht akzeptieren wollen. Du wirst nicht akzeptiert, wie du bist. Du wirst nicht behandelt wie die anderen. Für sie bist du ein Außenseiter. Tva ličnost ostaje neprepoznata. O tebi prosuđuju na osnovu tvoje boje kože, religije, porijekla, akcenta, frizure i načina odjevanja. Oni vrijeđaju tvoju religiju i smijavaju te. Govore da dolaziš iz druge zemlje, da si izbjeglica. Da imaš drugu boju kože, obespravljuju te. Du wirst ausgelacht für jeden Fehler. Für sie bist du nicht gleichwertig. Du wirst schlecht behandelt, nur weil du das sein willst, was du wirklich bist. Riječi i pogledi ljudi oko tebe i tvojih školskih prijatelja i prijateljica duboko te pogađaju. Pokušavaš se promijeniti. Pokušavaš biti isti kao i oni. Du veränderst dein Benehmen, dein Charakter und dein Aussehen. Du leugnest aber deine Herkunft, deinen Ursprung und deine Wurzeln. A pri tome se ne pitaš, da li je to što radim ispravno. O tome ne razmišljaš. Jednostavno to činiš u nadi da ćeš time postati sretan. Du versuchst, eine Person zu werden, die du nie warst und auch nie sein wolltest. Aber egal, wie sehr du dich veränderst, anpasst und entsprichst, du wirst nie aufgenommen. Für sie bist du immer falsch. Počinješ gubiti tlo pod nogama. Čini se kao da na ovom svijetu nema mjesta za tebe, da tvoji korijeni nigdje ne smiju rasti. Du bist einfach nicht stark genug, dich zu wehren. Dein Selbstbewusstsein wurde am Wachsen gehindert. Du kannst dich nicht aus der aussichtslosen Situation befreien. Sie haben zwar keine Ahnung, wie es dir geht, aber sie lenken dein Leben in Richtungen, denen es schwer ist, zu entfliehen. Uništavaju te psihički, guše tvoje ja. I to samo zato što si drugačiji. A ko je to kao stvoren za ovaj svijet? Jesu li oni koji mene vrijeđaju perfektni? Was haben diese Menschen, was ich nicht habe? Was unterscheidet uns eigentlich? Vielfalt ist eine Stärke und macht unsere Menschheit einzigartig. Biti ono što jesi. Biti ti. Iako te drugi žele drugačijeg. To je ono što dokazuje tvoju snagu. Wie eintönig wären wir, wenn wir alle gleich wären? Svejedno je kako izgledaš, kojoj religiji pripadaš ili odakle dolaziš. Ti si poseban na svoj način. Budi sretan i zadovoljan svojim životom. I nemoj osuđivati druge. Jer osuđivanje je slabost. Ako nisi spoznao da su raznolikosti i drugost dio života, onda tvoj duh nije dorastao takvom razmišljanju i ti nisi dovoljno radio na sebi. Bist du stark genug, dann kannst du Andersartigkeit respektieren, andere Lebensweisen akzeptieren und anderes Aussehen akzeptieren und tolerieren. Keiner hat das Recht, sich in diese Entscheidungen einzumischen. Imaj samopouzdanja. Kaži to što stvarno osjećaš i radi to što stvarno voliš. Sve dok si ti zadovoljan samim sobom, mišljenje drugih ljudi je nevažno. Natürlich wird es immer Menschen geben, denen du nicht gefällst und dich nicht mögen. Aber das ist vollkommen normal. Man muss nicht jeden Menschen auf dieser Welt mögen. Jedoch sollte man mit jedem, auch wenn du ihn nicht magst, respektvoll umgehen und nicht schlecht über ihn reden. Ako si nezadovoljan samim sobom i ako sebe ne voliš, to te dovodi u opasnost da o drugima loše prosuđuješ.
To je nezadovoljstvo samim sobom. Prenosiš na druge. Wir alle haben es verdient, glücklich zu sein und gut behandelt zu werden. Und genau das beginnt bei uns selbst. Um das zu erreichen, solltest du deine Mitmenschen genauso behandeln, wie du selbst es von anderen erwartest. Denn alles im Leben kommt zurück, das Gute und auch das Schlechte. Ti ja, mi nismo savršeni, mi nismo pogrešni, mi smo šarenilo posebnosti. Mi nećemo dozvoliti da nam neko uzme naše ja. Mi nećemo dozvoliti da mijenjaju naše ja, samo zato što ga ne žele tolerisati. Sei ganz du selbst, denn je authentischer du bist, umso mehr Menschen, gute Menschen, wirst du in dein Leben ziehen. Voli sebe. Kako bi se oslobodio svega što ti ne hrani dušu. Voli sebe, onakvog kakav jesi, da bi mogao da voliš druge ljude.